Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folklore und dem Beagle. So, der einzige Kompromiss, den ich mit mir jetzt noch machen konnte, war, dass ich es offcam gemacht habe. Ich bin jetzt an diesem dritten Level angekommen, habe es geschafft, ganz knapp, wie ihr seht. Es war scheiße, ich habe schon gedacht, ich schaffe das wieder nicht. Ich weh, da kommt jetzt noch mal was. Ich könnte es nicht ertragen, wenn da jetzt noch mal was kommt. Nein. Ich behaupte, ich muss hier raus. Bitte lass mich hier raus müssen. Ich hoffe, das war richtig. War das richtig? Okay, wir werden es ja sehen. Oh, es war richtig. Wie gefällt dir mein Zuhause? Gar nicht gut, Livian, gar nicht gut. Oh ja, eine nette Bleibe hast du hier. Aber ich mag diese Fairies nicht, die hier herumlaufen, als ob ihnen alles gehört. Aber andererseits mache ich das Gleiche, glaube ich. Also sollte ich besser ruhig sein. Solltest du. Versuchen sie nie, dich zu verletzen. Nicht, dass ich besorgt wäre oder so. Wenn sie es tun, werden sie schnell merken, dass sie einen großen Fehler machen. Ich habe übrigens eine Bitte. Oh no, so förmlich. Eine große spirituelle Energie blockiert diesen Pfad. Sie hat die Gestalt einer Nemosyne angenommen. Und du bittest mich um was? Du solltest wissen, um wessen Erinnerung es sich handelt. Du kriegst Probleme, wenn es nicht weitergeht, was? Mich persönlich kümmern die Folklore nicht. Kehre ruhig um, wenn du willst. Aber Keats, es ist dein Schicksal, zum Unterweltkern zu reisen. Nicht, dass es mich nicht interessiert. Warum so plötzlich? Deine Neugier siegt immer, egal was du auch sagst. Aber das alles hindert dich nur daran, mehr über dich selbst zu lernen. Als ob du etwas darüber wüsstest. Reden bringt uns nicht weiter. Du würdest mir eh nicht glauben. Geh zum Kern, sieh es mit eigenen Augen. Wisst ihr, was ich jetzt schlauerweise mache? Das ist mir sehr wichtig. Der Kern. Ich weiß, was das... Ich habe in einem Let's Play gesehen, was das ist. Das Deadly Hurt. Ich brauche Anven. Woher kriege ich Anven? Anven. Ohrexedra für die Augen. Mache ich ja dahin. Ich brauche den Clown hier. Andererseits, warte mal, dann mache ich Anven. Hierhin. Und dann soll ich Answerer nutzen. Habe ich Answerer? Habe ich. So, ich rüste mich nämlich jetzt schon direkt richtig aus. Ihr wisst, Leute, sonst wird das mit mir und Folklore wieder mal einfach gar nichts. Aber was ist denn hier los? Ich blende mich mal hier bei sowas nicht aus. Ein Brief. Und jetzt? Was zum... Ich kann nicht weitergehen. Genau wie Livien gesagt hat. Das war ein Brief. Er war adressiert an Dr. Lester. Warum fürchte ich mich so vor diesem Ding? Halt nicht ich. Die Furcht eines anderen, sie fließt durch mich. Sollte ich mit Mr. Lester darüber sprechen? Ich nehme mal an, dass ich jetzt zurück nach Dolin muss. Und noch nie habe ich etwas so Mächtiges erlebt. Du errätst bestimmt, wessen Furcht es war.
Nee, eigentlich nicht, aber... Wo kann ich denn mit Dr. Lester sprechen? Das ist eine sehr interessante Frage, wo ich mit Dr. Lester reden kann. Ich werde mal zurückgehen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht in Turm 2. Na gut. Ja, immer nach Dolin bitte zurück. Ich frage mich, wo ich mit Dr. Lester spreche. Hearth? Andrew Ryan? Wo warst du? Alle haben sich an der Kirche versammelt. Übrigens, hast du Ellen gesehen? Sie verschwindet manchmal. Mach dir keine Sorgen. Kirche, 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 Kirche. Die war wo? Da oben war die, genau. Dann mal kann ich hier... Hi. Wirtshaus. Ich habe eigentlich noch Questen über, aber auf die habe ich genauso wenig Lust wie auf vieles andere hier. Ich will mich nicht. Harriet wurde also getötet. Sie tut mir leid. Das hat sie nicht verdient. Keiner kennt die Vergangenheit. Die Alten sind alle tot. Jetzt passiert nichts mehr. Wollen wir es hoffen? Das war natürlich jetzt ein 1A-Gespräch, ne? Ah, was? Finde heraus, wie Hearth Dr. Lesters Patient Belohnung, Mehrstadt Bildband 2 Smaragd. Cool. Was ist das andere? Der geheimnisvolle Brief. Löse das Rätsel um den Brief und geh zum angegebenen Ort. Belohnung. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt. Hier ist ein Brief für dich. Aus irgendeinem Grund trägt er keinen Absender. Weißt du, von wem er ist? Sei es drum. Hier, für dich. Folge deinen eigenen Spuren im endlosen Korridor. Ich bin verstört. Was heißt Folge deinen eigenen Spuren? Hätte ich das gewusst. Ey, Dude. Na? Ach, Kacke, ey. Dann muss ich den mal kurz austauschen gegen Hook. Okay. Ich kann nur einen Weg gehen. Der andere ist versperrt. Oh, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Ah. Versperrt, versperrt, versperrt. Der hier hinten ist nicht versperrt. Wo seid ihr denn jetzt hin? Gib mir mal einfach ein bisschen gechillte Ruhe. Aua! Renn mir nicht weg. Von da bin ich, glaube ich, nee. Von da hinten bin ich, glaube ich, gekommen, ne? Ja, ich denke mal schon. Also hier lang. Okay. Ja, ist gut. Was ist denn hier offen? Da hinten ist offen. Gehe ich jetzt wieder zurück gerade oder bin ich doof? Ah, ich bin wieder zurückgegangen. Ja gut, das ist doof. Was?
Hat gut funktioniert, ne? Ich habe meinen Weg verloren. So, und jetzt darf ich es nicht falsch machen. Aber es ist doch wirklich nur der hier frei. Von da bin ich gekommen. Interessant. Also muss ich den hier gehen? Ist jetzt vielleicht ein anderer offen? Nein. Muss ich den vielleicht besiegen? Ist es das? Aua. Der macht aber ganz schön viel Schaden. Okay, also den habe ich. Aber das macht die Wege nicht weiter offen. Nein. Und da bin ich gekommen. Korrekt. Aber ich drehe mich jedoch völlig im Kreis. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Oh, okay. Ja, ja, ist gut, warte mal. Hier ist kein Weg raus, ne? Ich muss die alle besiegen. Ja, von mir aus. Warte mal, ist da ein Weg raus? Mal, ist gut. Wenigstens einen würde ich jetzt hier gerne weg haben. Hör mal, komm, was ist hier? Kies! Und jetzt weg hier. Danke. Was? Wieder noch einer? Ach komm. Ich schaff das schon wieder nicht. Was soll das? Schon wieder nichts Anständiges hier, ey. Da tauchen ja immer wieder neue auf. Was ist mit dir hier, diese Ratte? Ach komm! Ah, Leben, 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 Leben. Danke. So richtig sicher bin ich mir halt auch echt nicht, warum ich das eigentlich mache. Na gut, komm und hoch. War das jetzt die Antwort auf alles? Und da bin ich gekommen, ne? Ja. Wie bin ich hier gelandet? Ich kann mich nicht erinnern. Oh, bitte nicht nochmal von vorne. Ihr verarscht mich doch, oder? Im Ernst? Im Ernst?
Was ist denn das für eine räudige Quest? Ey, sorry, aber... Nee. Vor allen Dingen muss ich das jetzt vermutlich nochmal machen im, Hauptraum. Finde ich ziemlich uncool, muss ich sagen. Da ist so kein Benefit hinter, wenn man das hier macht. Jetzt stecke ich hier wieder fest mit denen, oder wie, ne? Ist so, ne? Ist so, ne? Alles klar. Mein Gott, jetzt halt doch still. Ja, ist okay. Ja, ja. Links machen? Nein, kann ich nicht machen. Wenigstens Energy kann man mir geben. Ey, wo kommst du denn her? Fick dich, du kleines Vieh. Fick dich. Genau so. Ist denn jetzt das andere? Wo kommen die denn bitte alle her? Kommt jetzt wieder. Weh, der kommt jetzt wieder. Dann raste ich völlig aus. Ist nur noch der Kleine da? Dieser Weg ist offen. Es ist sonst kein anderer Weg offen, oder? Es ist bitte sonst kein anderer Weg offen. Ehrlich gesagt, nö. Ich muss die alle in einer gewissen Reihenfolge umbringen. Alles klar. Wieso hat es denn meine Energie jetzt nicht frei gemacht? Ach, egal. Nein. Ja. Ja, bitte. Wow. Sorry, Leute, aber das ist mir zu lächerlich, dass ich dann auch noch Gegner in einer gewissen Reihenfolge töten muss, weil sonst alles scheiße ist. Also, machen wir das hier. Warum sollte sich ein Kranker wie Herve gerade an diesem Ort aufhalten?
Diese Klinik ist doch zu klein, um ihn zu behandeln. Wenn du neugierig bist, finde heraus, was geschah, als der Doktor dieses Haus eröffnete. Wie schön wäre das, eine Quest zu haben, die einfach in Dulin spielt. In der Meeresstadt, wie geil. Nicht. Egal zu welchem Krankenhaus ich gehe, überall höre ich dasselbe. Niemand will ihn behandeln. Jetzt kann ich nur dafür sorgen, dass er seine letzten Tage dort verbringen kann, wo er sich wohlfühlt. Bitte, Doktor, nimm ihn hier auf. Erzähl mir nicht, Doktor. Dir ist bestimmt klar, dass dein Sohn schwer krank ist. Ich kann hier nichts tun. Er muss in eine Stadtklinik. Ich schreibe eine Überweisung. Tut mir leid. Unsere Klinik kann die Verantwortung für die Pflege deines Sohns nicht übernehmen. Okay. Sie ist wie eine Tochter für uns. Seit ihre Mutter in der Stadt arbeitete, ist sie immer allein. Ja, ich weiß, sie wirkt oft einsam. Ich wünschte, wir könnten etwas für sie tun. Aber so ist das Leben. Hier gibt es keine Arbeit. Was soll mir das bringen? Warte. Cecilia ist weg. Hilfst du mir bei der Suche? Ich glaube, sie hat Dulin verlassen und sucht ihre Mutter. Außerhalb des Dorfs lauern Gefahren. Schnell! Okay. Und was ist denn meine Aufgabe? Konkret, kann mir das jemand sagen? Ich weiß halt nicht, was konkret meine Aufgabe ist. Ich laufe jetzt hier einfach mal durch in der Hoffnung, dass ich es richtig mache. Ich finde es schon geil, wie wenig Hinweise ich kriege für irgendwas. Okay. Nein, nicht der Glibberschleim! Nee, 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 nee. Alles gut. Gehe ich einfach weg. Ich habe keine Ahnung, ob das, was ich tue, eigentlich richtig ist. Excedera nochmal? Mach ich nicht. Ich mach doch nicht Excedera nochmal, seid ihr bescheuert? Wenn das euer Ernst ist, Also da hinten ist ein Punkt dran. Es kann sein, dass ich vielleicht da lang muss. Man erklärt mir ja auch nicht, wofür die Punkte stehen, also... jetzt wieder am Anfang? Ich glaube ja, ne? Nee, das ist jetzt nicht so der Weg. Warte mal, wie heißt du nochmal? Ich kenne kein Kra... Oh, Kacke. Wer war da vorher? Ach, war vorher schon Excedera, okay. Wo muss ich denn hin? Ach, Leute, es ist schon wieder zum Kotzen. Go to the
NV-Area und take down Kraken. Was ist die NV-Area? Mehr als ein Weg? Halt die Fresse, Kraken. Halt die Fresse, Excedra. Gegen dich kämpfe ich nicht nochmal. Du hast mir das Leben zur Hölle gemacht. Ich muss irgendwo falsch gelaufen sein. Aua. Ja. Und dann gehe ich mal hier lang. Weil eigentlich soll ich gegen irgendeine Krake kämpfen. Also wenn ich NW richtig Nordwest, aber... Aber hier gibt es keinen Nordwest weiter. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, ihr Lieben. Hab ich nicht. Also wo kann ich denn noch... Was ist denn da hinten? Ich rate gerade, weil ich will wieder zurück. Geil, ey. Wirklich richtig geil. Man gibt mir so viele Hinweise, was ich zu tun habe, ey. Ich habe einfach keine Ahnung, wo ich bin. Was ist das NV-Area? Jetzt bin ich wieder hier. Ja, und was bringt mir das, hier zu sein? Außer, dass ich Zeit verschwende. Da auch lang? Nein. Da war ich ja, da geht es ja auch nicht lang. Hier müsste ich jetzt beim Glibber sein. Ja, hier bin ich beim Glibber. Aber beim Glibber ist da hinten beim Glibber noch ein Weg. Warte mal. Ich bin mir gerade nicht sicher. Da ist noch ein Weg. Guckt's euch an, den habe ich übersehen. Bitte lass es jetzt richtig sein. Bitte, 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 bitte. Okay. Schau dir dieses Buch an. Ich werde es dir vorlesen. In Ordnung. Die Vogelscheuche ist echt süß. Oh, Oz. Gefällt sie dir? Und wie, wenn sie doch nur echt wäre? Genau. Anscheinend ist Dr. Lester unseretwegen hier. Komm, lass uns umkehren, bevor sie sich Sorgen machen. In Ordnung. Herf, wenn du meinst. Weißt du was? Ich war einsam, weil meine Mutter nicht zu Hause war. Aber jetzt bist du da, Herf. Es ist schön, Freunde zu haben. Und... Jetzt wollen die was konkret von mir? Na, von mir aus. Ah. Ich verstehe. Er ging, damit er für Cecilia sorgen konnte. Das arme Mädchen. Sie ist so traurig, seit ihre Mutter das Dorf verlassen hat. Herf hat das erkannt und wollte sie aufheitern. Er ist so ein guter Junge. Ihm haben wir es zu verdanken, dass Cecilia viel fröhlicher geworden ist. Theresa, es gibt noch viel zu tun. Wir müssen vielleicht unsere Pläne überdenken. Es tut mir leid.
Du meinst, ja, ich finde, wir sollten Herf in der Klinik aufnehmen. Wenn du allerdings dagegen bist, werde ich das respektieren. Du hast gezögert, weil du dir Sorgen gemacht hast. Was ich sagen würde? Also wirklich, manchmal glaube ich, du kennst mich überhaupt nicht. Ich habe gewartet, dass du den Jungen aufnimmst. Ich habe sogar schon alles vorbereitet. Ach, Ehepärchen. Bin ich jetzt durch? Habe ich es geschafft? Ist die Quest damit erledigt? Die ist damit erledigt, oder? Und dieses Foto wurde gemacht, als wir Herf hier in der Klinik aufgenommen haben. Das waren noch Zeiten. Warum? Warum musste so etwas passieren? Letztendlich musstet ihr deswegen die Klinik schließen. Vielleicht war es doch nicht so klug, Herf aufzunehmen. Unsinn. Natürlich war es das. Wir würden ihn jederzeit wieder aufnehmen, wenn wir könnten. Cool. Okay. Ich könnte jetzt halt nochmal diese Quest versuchen. Zwar nicht diese Folge, aber naja. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich überlege mir das mit der Quest noch. Und sage in dem Sinne, haut rein.